Es hat sich wieder das ein oder andere zusammengesammelt. Ich zeige euch meine aufgebrauchten Dinge in der letzten Zeit, wie ich das ein oder andere Ding gefunden habe, wie es funktioniert hat, erzähle ich dir in folgendem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe wieder ein bisschen was zusammengesammelt. Es sind aussortierte Dinge allerdings auch dabei. Aber es sind auch aufgebrauchte Sachen. Und ganz geil eigentlich Dinge, die ich schon lange habe aufbrauchen wollen. Die habe ich auch aufgebraucht bekommen. Das finde ich richtig cool. Fangen wir mal an. Erstmal Einhorn. Hat ein wahnsinnig gutes Marketing, muss man an der Stelle sagen. Und die Sachen sind auch plastikfrei. Ja, also sie kosten ein bisschen mehr, das ja. Aber das nehme ich gerne in Kauf inzwischen, muss ich sagen. Ich gebe dafür gerne mehr Geld aus. Und ich finde die Sachen richtig cool. Die funktionieren für mich auch recht cool. Klar, es gibt nachhaltigere Varianten. Mit denen konnte ich mich nicht anfreunden. Ich habe da das ein oder andere ausprobiert. Hat für mich nicht funktioniert. Damit lebe ich am allerbesten, muss ich sagen. Dann machen wir mal weiter mit der Humble Brush. Die weiße Humble Brush steht zwar Medium dran, aber ich finde die unwahrscheinlich hart. Also ich bin normalerweise da gar nicht empfindlich, muss ich an der Stelle sagen, aber die ist so mega hart. Mochte ich gar nicht. Aufgebraucht habe ich auch endlich mal den Vitamin C Cleanser. Würde ich mir den nochmal kaufen. Momentan habe ich so eine Phase, wo mir das nicht so gefällt. Ich bin eher so in Richtung Öl gerade im Moment wieder unterwegs. Aber dennoch sind die Sachen unwahrscheinlich gut und ich hätte mir den nicht zweimal geholt, wenn er nicht so toll gewesen wäre. Dann eine Sache, die ich jetzt, glaube ich, mir schon zum dritten Mal gekauft habe. Ich bin jetzt an der zweiten Packung. Trockenshampoo. Das ist mein allerbester Freund. Meine Haare wachsen so schnell. Ich war jetzt ja erst beim Friseur. Und ponymäßig, man macht mir ständig den hier. Und dann brauchst du ein Pony so oder so Trockenshampoo. Für mich funktioniert es sehr gut. Ist aber nicht zu vergleichen mit dem Trockenshampoo aus der Dose. Denn das ist mehr so ein Abpudern von der Kopfhaut. So kann man das, glaube ich, schon beschreiben. Und das ist aus einem Unverpacktladen. Das kann man aber auch so bestellen. Die sind von Puromatics. Ich mag die ganz gerne. Sie sind nicht so unwahrscheinlich intensiv. Ich muss sie ab dem zweiten Tag bis zum fünften Tag jeden Tag verwenden. Und danach werden die Haare gewaschen. Also es funktioniert, kann ich echt empfehlen. Dann haben wir hier, die Nachtpflege ist endlich leer gegangen. Das habe ich auch auf meinem Instagram-Profil schon gepostet. Also, was ich am nervigsten fand, war, als da halt nur noch so ein bisschen drin war, das hat eine riesen Verpackung und ich habe nicht mega viel Platz. Aber das ist die beste Creme überhaupt und ich werde die mir nochmal holen. Die hat zwar 30 Euro gekostet, aber ich sag euch, top, top Produkt. Auch leer gemacht. Es ist diesmal viel reizfreie Kosmetik dabei. Das Niacinamid Serum von Face Theory. Bei mir hat es jetzt nicht so viel gemacht, da war Azelinsäure drin. Ich konnte das tatsächlich nicht jeden Tag verwenden. Weil wenn ich die jeden Tag verwendet habe, dann hat meine Haut so ein bisschen rumgesponnen. Weiß auch nicht. Liegt es an der Kombination? Keine Ahnung. Das habe ich halt, wie gesagt, recht selten verwendet. Dazu gibt es einen kompletten Ordner. Guck einfach mal unter dem i. Da werde ich dir heute das ein oder andere einfach mal reinpacken. Dann musste ich leider wegschmeißen, weil sie umgekippt ist. Normalerweise kriege ich die leer. Leute, die kriege ich normalerweise leer, weil ich habe keine Handcreme. Ich nehme die immer. Das ist ganz normal, die Macadamia-Nuss-Karité-Butter. Ich mag die echt gern.
Das ist für mich so ein Dauerbrenner. Ich habe die schon ewig. Immer wieder. Klar, also mir wird sie besser gefallen, wenn da keine Duftstoffe drin wären. Da sind richtig heftig viel Duftstoffe drin. Aber das ist halt echt auch so ein, ich weiß nicht so. Das ist sowas, was man sich regelmäßig kauft. Das ist wie bei den Leuten, die bei Nivea Creme hängen geblieben sind. Bin ich da irgendwie hängen geblieben? So meine Allround-Creme. Bestes Waschgel überhaupt. Ich habe jetzt davon die vierte Packung. Ich liebe das Zeug einfach. Ich habe auch dazu ein extra Video gemacht. Achtet bitte bei eurer Hautpflege darauf, auf Duftstoffe zu verzichten oder nach Möglichkeiten nur mild formulierte Produkte zu verwenden. Ihr tut euch keinen Gefallen. Absolut nicht. Und es gibt echt tolle Produkte beim DM, gerade die Berliamed-Reihe, die ist echt super. Und gerade die Ultrasensitiv-Reihe, da ist halt nichts an Duftstoffen drin. Und das Waschgel, selbst halt wirklich kein Mikroplastik mehr enthält. Kann ich euch echt empfehlen. Leer gemacht. Im letzten Jahr war ich im Januar beim Hautarzt, weil ich Probleme mit der Kopfhaut hatte. Und da hat man mir das verschrieben, mal zum Ausprobieren. Das ist Schwefelshampoo gewesen. Hat für mich nicht so funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es gegen Ende hin tatsächlich zum Duschen verwendet, dass es leer wird. Das würde ich mir so nicht mehr holen. Vielleicht ein Allergiker kommt ein bisschen besser damit zurecht. Für mich hat es nicht gut gereinigt. Ich habe mich echt nicht wohl gefühlt damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gebracht hat es mir gar nichts. Weil meine Kopfhaut fettet extrem. Ich habe vor 2 Jahren, über 2 Jahren die Pille abgesetzt. Und da hat man halt einfach noch was gesucht, was die Kopfhaut nicht so triggert. Für die Kopfhaut gilt das Gleiche wie für das Gesicht auch. Duftstoffe etc. triggern halt auch. Und da hat man halt geguckt. Und das hat aber leider nicht funktioniert. Die Zahncreme fand ich tatsächlich nicht so gut. Ich hatte da davor eine, die war wesentlich besser. Und dann habe ich mir von Happy Brush die geholt. Ich dachte aber, das ist die andere, weil die war schön minzig. Du hast so einen richtig schönen Nachgeschmack, relativ lange im Mund gehabt. Einen sehr positiven Nachgeschmack. Und das hat man von der hier nicht so gehabt. Ich war mit der echt nicht so zufrieden. Dafür war sie auch viel zu teuer. Leer gemacht habe ich Gott sei Dank und das habe ich in den Haaren verwendet, das Rosenwasser. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das einsetzen soll, wirklich. Das ist noch so ein Überbleibsel, wo jetzt echt lange gedauert hat, bis ich es leer hatte. Das war ganz lang im Project Ten Pan drin. Gott sei Dank leer. So Hydrolate bringen dir, ich habe da schon viele Diskussionen gehabt bezüglich Hydrolaten, was Hautpflege betrifft. Hydrolate bringen dir nicht viel. Dieses Geld kannst du dir sparen. Steck's lieber in einen guten Inhaltsstoff. Hydrolate bringen dir echt nichts. Lass es echt sein. Zumal eben so Duftstoffe auf der Haut echt nicht cool sind. Weggeschmissen wird jetzt das Mineral-Make-up von Alverde. Das hat nicht gut funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Ja, es ist noch fast voll. Ich glaube, die haben das reformuliert. Keine Ahnung, aber. Ich habe das jetzt einfach auch schon zu lange bei sehr cremigen Produkten. Pass da bitte echt auf. Du tust deiner Haut keinen Gefallen. Zumal meine Haut inzwischen, wenn was in die Richtung kaputt geht, meine Haut relativ schnell reagiert. So war es nämlich eben auch bei dem Deo. Das ist dieses komische Deo von Alverde. Das haben sie wieder vom Markt genommen. Da gibt es jetzt ein anderes. Muss ich da irgendwas dazu sagen? Das wird. Der Duft war nicht in Ordnung, fand ich. Das Bergamot, der hat gar nicht funktioniert. Dann ein Haufen Alkohol drin. Hat jemand eine Erfahrung mit diesem anderen Alverde-Deo? Gerne mal unten in die Kommentare packen. Dann habe ich leer gemacht, mein Squalan. Das kann ich echt empfehlen. Also gerade die Öle von Face Theory kann ich wirklich empfehlen. Die sind recht günstig, was das betrifft. Und das Squalan ist halt ein ganz, 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 ganz feines Öl. Kann man fast gar nicht als Öl bezeichnen. Wird aus der Olive gewonnen. Hauteigenes Fett, also ähnelt dem hauteigenen Fett. Und das zieht einfach so super ein. Probier dich da echt mal dran aus, Squalan. Es ist in vielen Pflegeprodukten inzwischen drin. Und also ich möchte es echt an. Also, ich möchte es echt nicht mehr missen. Ich habe das jetzt in diversen Produkten drin, habe mir jetzt ein anderes Öl gekauft, um es eben euch auch ein bisschen vorzustellen. Aber das würde ich mir immer wiederholen.
Denkt immer daran, wenn ihr so Sachen kauft, braucht ihr es auch auf. Wenn nicht, lasst lieber sein, weil sowas kann ja auch kippen. Den hier habe ich jetzt auch mal leer gemacht, weil inzwischen habe ich ja die nachhaltige Variante. Die werde ich mir nicht mehr nachkaufen. Das braucht man nämlich überhaupt nicht. Sie sind voll mit Duftstoffen und nee. Also man kann das wirklich, in der Variante ist das echt überhaupt kein Problem. Die Variante hebt länger, dadurch bis zu einem halben Jahr reicht mir das schon. So eine Dose, habe ich in anderthalb Monaten, ist die leer bei mir. Da kommt nicht viel raus. Dann wird weggeschmissen. Tauscht sowas bitte immer mal wieder aus. Also ich mache das nicht in einem halben Jahr, so wie es empfohlen wird. Aber so, wenn ich mal dann dran denke so, und mir auffällt, oh, das ist jetzt aber schon alt, dann lasse ich das. Und vor allem, guckt ein bisschen bei so Kosmetikas auf Mikroplastik. Da ist Mikroplastik drin. Kann ich nicht empfehlen, absolut nicht. Und da hat Essence und Catrice einfach immer noch nichts geändert. Dann weggeschmissen, das habe ich auch vor einem Jahr von der Hautärztin bekommen. Sowas sollte ich halt auch nicht ewig aufbewahren. Das wird nicht besser. Ist diese Tinktur gegen Pickel. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, war es bei mir einfach noch schlimmer mit der Haut. Als ich die Pille abgesetzt habe, hat dann meine Haut zum Teil auch echt pickelig reagiert. Besonders auch so ein bisschen auf der Kopfhaut. Da hat mir das schon was gebracht, aber das war halt viel zu, das war viel zu viel. Dann wird ausgetauscht, der ist auch gekippt. Alverde Sensitive Concealer. Also jedes Mal, wo ich jetzt im DM war, waren die weg. Deswegen habe ich mir einen anderen geholt. Aber die sind schon recht gut, kann ich echt empfehlen. Aber auch da lohnt sich wirklich immer dran zu riechen. Wenn die nämlich komisch riechen, schmeißt sie weg. Wie gesagt, ihr tut eurer Haut keinen Gefallen. Genauso ist es auch mit der Lidschattenbasis. Da habe ich mir eine neue geholt. Die finde ich ganz gut. Deswegen habe ich es mir eben nochmal im Rossmann gekauft. Die ist von Alterra. Aber die ist halt jetzt echt auch mega alt. Ja. Ich versuche mich bei Kosmetika so wirklich nur noch aufs Wesentliche zu konzentrieren und den Rest einfach, wenn ich es nicht brauche, dann hat es einfach gar nicht bei mir zu sein. Ich habe mal so einen Stift von Gosh bekommen, so einen Eyeliner-Stift, die funktionieren bei mir nicht, weil ich eine recht fettige Haut habe und durch das, dass ich eine fettige Haut habe, schreiben die bei mir oder malen die bei mir auf der Haut nicht. Da kann ich machen, was ich will, da habe ich schon so viel ausprobiert. Bei mir funktioniert hier sowas, so ein Dip-Eyeliner. Der von Catrice, der ist tatsächlich ohne Mikroplastik. Dieser Dating Joe Black, den gibt es immer noch. Habe ich mir jetzt aber auch nicht nochmal gekauft. Gerade bei der Mikroplastik-Thematik, da könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, wenn ihr Naturkosmetik kauft, da ist keins dran. Gosh, weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, aber das hat bei mir halt einfach auch gar nicht funktioniert und beide Sachen dürfen jetzt auch gehen. Und dann habe ich eigentlich im Endeffekt nur noch den Zitrusgarten, das ätherische Öl für meine Duftlampe. Ich hole mir die ganz gerne immer wieder in der Apotheke. Kosten 7,90 Euro. Von der Qualität her finde ich die top, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Zitrusdüfte von Tauoasis finde ich nicht ganz so gut. Da finde ich die anderen, was es sonst noch so gibt, finde ich echt besser. Also, das ist auch von Hersteller zu Hersteller immer so ein bisschen anders. Das variiert immer so ein bisschen, finde ich. Ja, darf auch gehen. Und die Tüte ist leer. Das waren meine Produkte, die ich jetzt in letzter Zeit aufgebraucht habe. Ist da irgendwas dabei, was du auch schon irgendwie benutzt hast und wie du damit zurechtgekommen bist, würde mich echt interessieren. Kannst du mir gerne unten mal in die Kommentare packen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Und hinterlass einen Kommentar. Ich tausche mich gerne mit dir aus. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!